die Vollständigkeit gebietet ja, hinzuzufügen, als Einzelflüchtlinge werden Flüchtlinge aus dem Irak auch jetzt aufgenommen. Es ist auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass auch Menschen, die jetzt von der aktuellen Situation in Mosul betroffen sind, als Einzelflüchtlinge aufgenommen werden. Der weiterreichende Plan und das weiterreichende Vorhaben im Rahmen eines Resettlements, ein Kontingent aufzunehmen, das ist der Punkt, der abgelehnt und blockiert wird. Das ist der Punkt, an dem unsere Forderung jetzt wirklich mit Nachdruck erhoben wird, weil wir finden, dass das Taktieren über dieses Thema jetzt lang genug gedauert hat.